Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part sind wir jetzt hier im Schloss gelandet, um die letzten Kröcklein zu holen. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute mal mit dem Headset dabei. Der Ton sollte aber trotzdem gut sein, weil es über das Mikro läuft. Ja. Ist nur halt für die Kopfhörer, für mich, weil ich meine Kopfhörer irgendwo verloren habe oder sie waren geklaut, ich habe keine Ahnung. So, dann schauen wir mal, wo der erste sein soll. Wir machen das Step by Step. Ah, cool, den habe ich sogar schon gefunden, okay. Wo ist der da denn? 878. Boah, mal kurz schauen. Man sieht das auch kaum. Also die Karte ist wirklich, ist es 3D, ist schön gemacht, aber für die Krogjagd ist die sauschwer. Aber ich weiß ungefähr wo. Okay. Naja, ist ja gut, ist ja gut. Vali, ich brauch dich immer. Nein, warum? Hier ist irgendein ekliges Auge, das kommt weg. Zack. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber. Ah, ich komme hier weiter, okay. Aber wir müssen. Müssen wir hier? Ich weiß es nicht. Sollen wir mal schauen? Doch, könnte gut. Der müsste eigentlich hier gleich sein. Hätte nicht gedacht, dass das nochmal so schwer werden wird, aber gut. Rechts davon ist der Santoriberg. Also, wir müssten eigentlich richtig sein. Oder ist es der da? Der kleine Turm hier. Aber das glaube ich eher nicht. Okay, wenn rechts der Satori-Berg ist, müssten wir hier eigentlich richtig sein. Aber er ist da unten irgendwo.
Das war knapp, sehr knapp sogar. Ja. Autsch, das tat weh. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke dir, Daruk. Ah, okay, den hatte ich schon. Ja. Vielleicht hätte ich mir eine Karte machen sollen, wo ich die ganzen Crocs markiert habe, die ich schon habe, aber selbst das... Okay, den Croggy habe ich schon hier. Nein, habe ich noch nicht. Da ist er. Nice. Da ist er. Weiter geht's. Ja, ist klar. Achthundertneunundsiebzig. Ich werde auch noch nebenbei mit der Croc-Karte zusammenarbeiten, weil ich gucke mir hier die ganze Zeit das Video von ihm an, aber... Gehen wir nochmal kurz raus, damit ich weiß, außerhalb welche Crocs ich schon habe. Jawohl. So. Hier hatten wir 878, 879, 880. Der hier kann weg. Ja. 881. 882 fehlt. Frage ist, was soll das sein? Lass mich kurz überlegen. Den Croc haben wir zum Beispiel. Was war das denn? Wir brauchen nämlich 803, ne, 882 brauchen wir. Okay. Eigentlich immer geradeaus und dann etwas rechts halten. Alles klar. Dann versuchen wir es mal. Ja, ist ja gut.
So, wenn wir jetzt hier raufgehen und uns ein bisschen rechts halten, dann müsste da das Ding sein. Ah, ich habe keinen Revali-Sturm mehr, das ist ätzend. Müssen wir eben klettern. Gibt der einen antiken Reaktorkern? Nee, leider nicht. Schade. Gehen wir mal hier rüber. Gott. So, und da drauf soll der Krog sein. Da vorne. Genau hier. Ah, lecker. War nicht hier der Leune drin? Nein, ernsthaft. Ja, ist ja gut. Ich will nicht mit dir kämpfen. Halt, ob. Komm, leg schnell nach oben. Lassen wir den Leunen Leunen sein, ja? Das ist besser. Wer ist anders? Wir werden kämpfen. Als ob. Kleiner, ekliger Leune. Der geht ja richtig ab. Komm, nehmen wir das Gardeschwert dafür. Ah, ich habe gar kein Schild. Muss erst mein Schild ausrüsten. Was zum Mampfen wäre gut. So, das ist dafür, dass du mich nicht in Ruhe gelassen hast. Gib ihm Link! Als ob, wie schnell die kaputt gehen. Und jetzt kommen auch noch diese ekligen Viecher an der Seite. Diese. Oh, wie heißen die noch? Ich habe. Keine Ahnung. Ja, diese Viecher. Hoffentlich tötet er. Verzieht euch! War ja klar. Leicht wird's nicht, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Na komm! Verdammt! Vor allen Dingen diese Viecher, die nerven aufs Übelste. Das ist Wahnsinn. Warum nehmen wir gleich noch Abwehr Level 2? Linkon. Das Ding ist, ich versuche den Leunen anzuvisieren, ja? Aber er visiert diesen. Er visiert dieses komische Vieh an. So, jetzt reicht's mir. Als ob! Ich konnte noch nicht mal Pfeile abfeuern. Jetzt lauf, Link, lauf! Schlag zu! Danke, Wasserwerfer, für dein Follower. Maxi Wildgemüse.
Also der Leune ist wirklich hartnäckig. Ich weiß nicht, ob das ein goldener oder... Ne, ein goldener ist es nicht. Ich glaube, das ist ein weißer. Aber diese kleinen... Ich guck mal gleich, wie die heißen. Also das macht es wirklich sehr schwer. Und ich arbeite, ich werde mit... Ich denke mal, ich werde mit Stasis arbeiten. Wenn das besser geht. Na komm. Steh auf. Wenn ich denn die Gelegenheit dazu habe. Also... was nehmen wir denn? Bleib weiter dran, Link. Bleib weiter dran. Nicht so schlimm. Wir haben ihn wieder gut was abgezogen. Mit Stasis geht das eigentlich ganz gut. Ich bin hinter dir. Komm schon. Nein. Steh auf. Jetzt gib ihm Link. Gleich sollten wir ihn eigentlich haben. Aber ich würde auch mal gerne einen goldenen Leunen killen. Da. Komm, steh auf, Link. Verdammt. Ah, steh auf. Und jetzt, gib ihm. Och, diese kleinen, ekligen Viecher. Ich werde die auch gleich einzeln nacheinander auseinandernehmen. Weil die wirklich genervt haben. Und gleich haben wir diesen Leunen. Steh auf. Oh Gott. Oh. Mach weiter. Konzentrier dich weiter auf den Leunen, Link. Perfekt. So, das ist dafür, dass du mich nicht den Krog eingesammelt lassen hast. So. Gibt da wenigstens was Gutes? Na gut, Leunenherz, ja. So. Da oben. Die ekligen Augen. Aber oh, ich brauche einen anderen Bogen, ne? Ah, ätzend. Der Königsbogen sollte das aber tun. Stirbt, ihr kleinen Vieh-Mistviecher. Ja, danke schön. Und ihr geht sterben. So. Oh, eine Truhe ist erschienen, okay. Drei antiken Fallen, okay. Das ist eine schöne Belohnung. So, aber jetzt wollen wir nach oben und unseren Krog holen. Wenn das dann der richtige Platz sein sollte, aber ich denke mal schon. So. Boah, es gibt sogar noch einen größeren Platz da vorne. Alter. Direkt beim Thronsaal. Und hier ist unser Kroggy. Damit hätten wir auf 84. Ne, 82. Jetzt muss ich wieder zurückgehen, ne? Ja. Eigentlich hätte ich mir mal einen Screenshot von der Krog-Karte machen sollen. Zumindest welche Krogs wir haben. Werde ich mal für den nächsten Part machen. Wo ist jetzt der Eingang? Von Schloss Hyrule. Ja, ist ja gut. War da nicht da vorne irgendwo? So, jetzt sollte es aber klappen. Ach, wir sind immer noch beim Schloss, ernsthaft? Dankeschön. So, der kann weg.
282, 283 haben wir. 284 fehlt. Ich gucke es mir auch noch einmal an. Aber die Crocs im Schloss sind wirklich schwer. Also von der Orientierung her, ne? Okay, den haben wir. So, 884. Das scheint draußen zu sein. Okay. Ja, kommt sogar hin. Wenn wir jetzt hier... Wenn wir hier raufgehen. Und dann so und dann so. Okay. Ich weiß ungefähr, wo der Croc sein soll. Nutzen wir mal wieder den Haupteingang. Warte, ich habe eine Idee. Damit es einfacher wird. Moment. Nein, das wollte ich nicht. Aber wirklich bringt tut das auch nichts, ne? Wollen wir uns erstmal den Croc. Sind ja nicht mehr viele. Es sind 84. Noch zwei Crocs, dann sind es nur noch 15 Stück. Und natürlich muss es anfangen zu regnen. So. Kommen wir hier durch? Doch, oder? Jo. Boah, der muss wehgetan haben. Danke dir, Daruk. So. Hier gehen wir gleich rein. Halten uns, ja, gehen einmal nach oben. Oder noch nicht mal. Wir können uns gleich direkt links halten. Nämlich hier. Und gehen dann nochmal nach... Oder wollen wir uns erst die beiden hier holen? Holen wir uns erst die beiden, oder? Ja, ne? Einmal hier. Und dann hier fängt ein Weg an. Hier geht es wahrscheinlich nochmal ein Stück rauf und dann... Okay. Alles klar. Dann wollen wir mal. Ich glaube, zwei oder drei Feen müsste ich auch noch zur Not haben. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn wir bei Maronus aufkreuzen. Ich habe schon die ein oder anderen Gerüchte gehört, aber ich will mir selber ein Bild davon machen. Hier gleich rechts irgendwo oben soll ein Kroggy sein. Aber ich habe ihn schon gesehen. Ich will hier vorsichtshalber mal nachschauen, aber ich glaube nicht, dass der hier drauf ist. Nein. War schon richtig. Alter, wie fies wäre das, wenn der Krog hier drinne wäre. Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Wir müssen hier lang. Aber ich habe den Croc, glaube ich, hier oben gesehen. Nämlich Feenstaub, oder? Bei diesem Baum hier. Oder habe ich mich geirrt? Oh, ich habe mich geirrt. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke dir, Mifa.
Holen wir uns erstmal den anderen Grog. Nämlich den hier. So, weg mit dem Stein. Und hier muss noch irgendwo ein Groggy sein. Unterhalb vielleicht. Könnte sein. Nehmen wir auf jeden Fall die Leuchtsteine mit. So. Aber wo könnte der Krog sein? Ich muss einmal kurz schauen, welche Nummer das ist. Das ist Nummer 887. Okay, dann holen wir uns erst 884, weil wir sind dann ja sowieso fast da. So. Das müssen wir gerade aus. So, und dann da soll der Krog sein. Okay. Hallöchen. Und zwar soll der Krog da vorne sein. Soll ein Steinkrog sein, der irgendwo an der Wand hängt. Ach, leck mich doch. Hallöchen. Warzone ist doch ganz schön praktisch. Am Anfang dachte ich, na, aber ist doch ganz schön gut. So, und hier soll irgendwo ein Felsvorsprung sein. Hier drauf. Könnte aber auch da sein. Hier wollen wir nicht rein. Ja, natürlich. Revalis Sturm ist bereit. Danke dir, Revali. Der muss hier irgendwo sein. Frage ist nur wo. Ja, okay, da. Ist der hier irgendwo? Nein. Ich kann noch mal ein Stück weiter gehen, aber man muss hier eigentlich sein. Hmm.
dann auch nochmal eine Stufe höher gehen, aber ich glaube, das wäre dann zu hoch. Was wäre denn hier? Wir müssen nochmal einen Anfang. Aber eigentlich hatten wir alles richtig gemacht. Die Frage ist, wo ist halt dieser... Ja, dieser Steinkrog, ne? So. Müssen wir gleich nochmal schauen auf die richtige Karte. Können wir eigentlich auch auf der Krog-Karte machen. Moment. Ich habe eine Idee. Wo ist denn unsere Sora-Rüstung? Hier. Wir sind jetzt hier unten am Wasserfall. Wir folgen dem Wasserfall einfach. Eins, zwei. Beim dritten links. Okay. Auf damit, ihr Link. Als ob. Kann ich da nicht hochschwimmen? Er ist ein bisschen lächerlich, aber gut. Nein. Doch, es funktioniert. Nice. Hier auch gleich, zack. Eins. Ist bereit, entfesselt zu werden. Danke dir, Bosa. Und ich habe den Krog entdeckt, da oben, glaube ich. Ich habe den Krog da oben gesehen. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Gott. Hallo, Herr Kroggy. Damit hätten wir auch den 885. Wir gehen zurück auf die erste Brücke. Eins, zwei. Hier. Da ganz oben drauf. War hier nicht das Kolosseum? In Anführungszeichen. Hatten wir hier nicht den Leunen besiegt? Nein, hatten wir nicht. Es gibt noch einen Leunen. Ach Gott, ernsthaft? Aber vielleicht gibt es auch antike Pfeile wieder. Noch kurz ein Prozess mit dem Leunen. Oh, links steh auf. Na komm. Jawohl. Wenn man erstmal wieder bei den Leuenkämpfen drin ist, dann geht das auch wieder, aber... Komm schon, Link. Jawohl. Das ist wieder so ein ekliges Auge. Gab es hier wenigstens eine Belohnung? Warum gab es bei dem anderen eine Belohnung und hier nicht? Ja gut. So schwer war der Leune jetzt auch nicht, aber
Hier oben soll der Kroggy sein. Revali-Sturm war, muss noch ein wenig warten. Revali-Sturm ist bereit. Danke dir. Okay, den haben wir. 885 haben wir. Dann kommt jetzt 886. Und der muss hier sein. Kommt der Blutmond oder was? Nee. Der muss hier irgendwo sein. Ah, das ist 806. Ne, das ist 887. Oder? Gehen wir noch einmal kurz aus dem Schloss raus. Nach da vorne. Das war knapp. Hallo, Herr Wächter. So, das sollte reichen. Nee, noch nicht. Okay. So, der kann weg. So. Der kann auch weg hier. Also wir haben 884, 885, 886 fehlt. Warum? Entschuldigung. Da 886. Okay, angeblich soll das 686 sein. Der Meinung bin ich nicht. Lassen den erstmal da, aber gut. Gott. Das wäre dann ja direkt im Schloss. Aber welcher Eingang? Okay, der Eingang. Nee. Doch, ist doch der Eingang, oder? Moment. Ich hoffe, das ist der Eingang. Den 886 müssen wir einfach so liegen lassen, weil angeblich soll der Stein, den ich vorhin hochgehoben habe, 886 sein. Ich bin anderer Meinung, aber
Oder der Stempel wird einfach falsch gesetzt. Hier soll man irgendwo rein können. Oder? Ja, da vorne. Hier müssen wir mal reingehen. Nein. Brauchen wir einmal das Cry-Modul. Viele Optionen haben wir ja nicht. Hier soll es gleich irgendwo nach unten gehen. Die roten sind gut, die brauchen wir noch. Alles klar. Da unten soll der Koggi sein. Bin ich ein bisschen verwirrt. Ah, okay, hier geht's auch noch lang. Das gefällt mir hier aber eher weniger. Worüber kommt man hier, aber... Dieses diese blöden Viecher. Ich bin der Meinung, dass ich richtig war, aber... Bin ich? Ich bin hier. Vor allem, du kannst doch nicht mal einen Standpunkt oder so setzen. Das ist. Wir müssen. Gehen wir nochmal hier lang. Übungsplatz. Hier waren wir doch schon, oder? Bitteschön. Ah, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Das ist er, oder? Ja, da ist er. Da oben. Das ist hier in der Truhe. Dreihandige Pfeile. Moin. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.